Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video von meinem Kanal. Du möchtest in 3 Minuten 5 Euro verdienen, dann habe ich heute eine spannende Webseite für dich am Start. Ich habe heute allgemein ein paar spannende Webseiten für dich am Start, deswegen solltest du auf jeden Fall dranbleiben. Da könnte die ein oder andere sehr interessante Seite für dich dabei sein. Es ist eine mega einfache Möglichkeit, mit der du online Geld verdienen kannst, auch dafür, deswegen solltest du dranbleiben. Wenn dir das Ganze gefällt, würde ich mich extrem freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst. Das Ganze ist kostenlos und unterstützt mich und dementsprechend habt ihr natürlich auch Vorteile davon, wie dass ihr keine Videos verpasst und je früher wir 500 Abonnenten erreicht haben, desto früher bekommt ihr mehr Content, deswegen es lohnt sich. Wenn du Videos suchst und um das Thema Online Geld verdienen, schau gerne mal auf meinem Kanal vorbei, da findest du sehr viele Videos, da ist bestimmt irgendeine Website oder irgendeine App dabei, die auch dich interessiert, deswegen check das Ganze gerne ab. Jetzt würde ich aber sagen, legen wir los mit der ersten Plattform, mit der man online Geld verdienen kann. Die erste Plattform im heutigen Video ist die Plattform Inbox Dollars. Das Ganze ist eine Plattform, mit der du Geld verdienen kannst, indem du verschiedene kleinere Aufgaben erledigst. Diese Aufgaben sind relativ einfach. Wie du siehst, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wie du siehst, gibt es verschiedene Wege hier auf dieser Plattform Geld zu verdienen. Ja, zum Beispiel hier mit Online-Umfragen. Das ist so zum Beispiel, du bekommst zwischen 50 Cent und 5 Euro für eine Umfrage. Und solche Umfragen hier auf der Plattform dauern in der Regel zwischen 3 Minuten und 25 Minuten. Teilweise gibt es hier auch Umfragen, wo du 10 Dollar und 20 Dollar bekommst für und könnt hier dementsprechend damit Geld verdienen. Aber es gibt auch die Möglichkeit, mit Playing Games, also mit dem Spielen von Spielen hier auf dieser Plattform Geld zu verdienen. Es gibt eine Cashback-Funktion, mit der ihr hier Geld verdienen könnt. Grocery, Cash Rewards, also mit Belegen Geld verdienen hier mit dem Scannen von Belegen, Rechnungen und auch hier mit dem Lesen von E-Mails könnt ihr hier auch Geld verdienen und auch meines Wissens nach mit dem Schauen von Videos könnt ihr hier auf dieser Plattform ebenfalls Geld verdienen. Das heißt, es gibt einige Funktionen, mit denen man hier Geld verdienen kann. Ihr könnt euch das Ganze auch hier nochmal bei allem möglichen genauer im Detail durchlesen, wie das mit Online-Umfragen funktioniert, ob das Ganze Scam ist, was es da für Möglichkeiten gibt. Und zweitens, ihr könnt euch das Ganze hier durchlesen. Es ist relativ einfach. Sobald ihr euch hier auf dieser Plattform registriert, bekommt ihr 5 Dollar erstmal geschenkt als Startbonus und danach bekommt ihr jetzt hier dann eben, je nachdem was ihr macht, Geld dafür, was ihr dann über PayPal und Co. auszahlen könnt. Und je nachdem auf was ihr drückt, hier seht ihr dann eben hier so ein bisschen Text. Ja, hier gibt es zum Beispiel zweierlei Arten von Spielen, Arcade Games Online und World Winner Games. Und wie gesagt, könnt ihr hier das Ganze so ein bisschen genauer durchlesen. Es gibt jetzt zu jedem ein paar Informationen zu jedem Themenbereich, wie das Ganze eben immer funktioniert und so weiter. Und kann man sich durchlesen. Ja, werdet eben hier dafür bezahlt, zum Beispiel, dass ihr eine E-Mail lest. Ja, das ist nicht wirklich viel Arbeit. Ihr müsst einfach eine E-Mail lesen und bekommt dafür Geld und bekommt eben dafür so Scratch Cards, also so Rubbellose und könnt dann hier eben Geld bekommen. Ist eine mega einfache Möglichkeit, ein paar Euro mit zu verdienen und auch die Webseite hat 4 von 5 Sternen auf Trustpilot bei über 32.000 Bewertungen. Dementsprechend gar nicht mal so schlecht und ich finde es auch eine mega coole Webseite, mit der man online Geld verdienen kann. Gibt eben, was ich eben cool finde, sehr viele Möglichkeiten. Wie gesagt, E-Mail lesen, Spiele spielen, Umfragen, Cashback, Videos anschauen und so weiter. Also du hast ja einige Möglichkeiten, mit denen du hier Geld verdienen kannst. Ich glaube, bis zu 15 oder 18% Cashback zum Beispiel auch. Das müsste, glaube ich, auch hier irgendwo stehen. Hier, zwischen 1,5 und 15% Cashback hast du hier. Also, es ist not bad, muss man sagen. Es ist nicht schlecht. Und klar, du wirst jetzt hier keine tausende Euro pro Monat verdienen können. Aber ich sage jetzt mal so, um die 100 Euro sind hier auf jeden Fall realistisch pro Monat. Wenn du aber die Kombination von dem Ganzen machst. Also, wenn du jetzt nur eine Sache von diesen paar Sachen machst, wird es eher schwieriger werden. Wenn du aber alles in Kombination nutzt, dann sind auf jeden Fall so um die 100, 150 Euro auf jeden Fall realistisch pro Monat. Und ja, ich finde es mega cool. Wie gesagt, 5 Dollar für 3 Minuten Umfrage oder so kann man auf jeden Fall machen und hier dann eben ein bisschen Geld mit verdienen. Es ist mega einfach. Ja, also du musst hier keine irgendwelche Skills besondere haben. Das kann halt wirklich jeder hier machen auf der Webseite. Dementsprechend könnte das vielleicht für dich auch ganz interessant sein. Aber ich habe ja auch noch 3 weitere Webseiten für dich am Start im heutigen Video. Vielleicht ist es auch da eine dabei, die dich interessiert, falls es die nicht ist. Deswegen gehen wir weiter zur nächsten Webseite. Die nächste Webseite ist die Webseite MyFonds. Das heißt, hier könnt ihr Geld verdienen, indem ihr verschiedene Fonds, sprich Schriftarten hier so verkaufen könnt. Ihr seht hier unten ein paar Beispiele. Wenn ihr hier auch eure Sachen verkaufen wollt, könnt ihr ganz nach unten gehen und dann hier auf Become a Foundry Partner drücken und hier eben drüber eure Fonds verkaufen und darüber eben Geld verdienen. Wenn ihr jetzt Designer seid, wenn ihr solche Sachen gerne machen könnt, dann könnt ihr hier eben darüber Geld verdienen. Könnte vielleicht ganz interessant sein für den einen oder anderen Designer unter euch und damit dann eben ein paar Euro mit verdienen. Wenn ihr das Ganze bisher gefallen hat, würde ich mich extrem freuen, wenn du den Kanal abonnierst, wenn du das noch nicht gemacht hast. Dankeschön geht natürlich an jeden Einzelnen raus, der meinen Kanal schon abonniert hat. Lass uns sehr, sehr gerne ein Like da. Das würde mich extrem freuen. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir weiter zu Webseite Nummer 3. Die dritte Webseite ist die Webseite Motion Array. Und das ist eine sehr, sehr coole Plattform, wo du verschiedene digitale Sachen, digitale Produkte, wo du hier mit oder als digitaler Artist hier Geld verdienen kannst. Und zwar kannst du hier bis ganz nach unten gehen, dann hier auf Become an Artist drücken und kannst dann hier eben Geld verdienen, indem du verschiedene Sachen
Sachen ihr macht, zu dem komme ich gleich. Und zwar erstmal kannst du hier ein Publikum von über 8 Millionen Leute erreichen, was sehr, sehr cool ist. Du hast eine No-Exclusivity. Ja, das heißt, du kannst deine Sachen auch auf anderen Plattformen veröffentlichen, was auch sehr, sehr cool ist, womit du dann eben noch mehr Reichweite generieren kannst und mehr Geld verdienen kannst. Und was kannst du jetzt hier auf dieser Plattform alles verkaufen? Du kannst Top-Quality, Trendy Digital Assets with High Commercial Demand from Video Templates and Motion Graphics to Audio, Footage and Fotos verkaufen. Ja, das heißt, ihr könnt hier Musik verkaufen, ihr könnt Motion Graphics verkaufen, Soundeffekte, Video Templates, Footage und Fotos verkaufen und könnt hier dann euch einfach hier registrieren und darüber dann eben Geld verdienen, euch eine passive Einnahmequelle mit aufbauen und gibt hier natürlich auch ein kurzes FAQ, was man sich durchlesen kann. Hier steht auch nochmal, was kann man hier verkaufen und dass das Ganze nicht exklusiv ist und wie gesagt, hier steht dann nochmal, du kannst hier Royalty-Free Music verkaufen, Soundeffekte, Fotos, Footage, Motion Graphics, Presets und Templates für Adobe After Effects, Adobe Premiere Pro, Adobe Premiere Rush und so weiter. Das könnt ihr hier eben verkaufen. Zum Thema Bezahlung steht hier natürlich auch, das Ganze kannst du über PayPal auszahlen lassen und so weiter. Ich finde das Ganze dementsprechend eine sehr, sehr coole Plattform. Eben kannst du hier verschiedene digitale Sachen hier so verkaufen, eben als Artist hier. Und vielleicht ist hier irgendetwas dabei, was dich interessiert von diesen Sachen, wo du erstellen kannst, wo du gerne machst und worüber du dir hier eine Einnahmequelle mit aufbauen kannst. Ich finde Motion Array eine wirklich, wirklich coole Plattform, die man auf jeden Fall nutzen kann und mit der man auf jeden Fall ein paar hundert Euro pro Monat, vielleicht auch, je nachdem, wenn es gut läuft, ein paar tausend Euro pro Monat verdienen kann und kannst dir hiermit eine sehr, sehr gute Einnahmequelle mit aufbauen. Klar, dauert es ein bisschen, klar muss man einiges an Arbeit auch reinstecken erstmal, aber kann sich auf jeden Fall mit dieser Plattform sehr gut lohnen. Die nächste Plattform ist wieder eine Umfrageplattform, und zwar die Plattform talkonlinepanel.com. Umfrageplattform, man kennt's, du beantwortest Umfragen, die in der Regel im Normalfall so zwischen ein paar Minuten bis zu 10-20 Minuten dauern und wirst eben dafür dann bezahlt, bekommst Punkte und diese Punkte kannst du dann hier gegen Gutscheine und echtes Geld austauschen und du siehst hier ein paar Beispiele. Du kannst dir ab 20 Dollar, sprich ab 20 Euro, sprich ab 2000 Punkte, kannst du dir das Ganze hier auszahlen lassen. Ich finde es eine sehr, sehr coole und gute Plattform in dem Bereich. Würde ich auf jeden Fall empfehlen. Habe ich auch schon einiges ausbezahlt mit dieser Plattform und hier gibt es natürlich auch ein FAQ mit einigen Fragen, die man sich durchlesen kann. Zum Beispiel, warum erhalte ich keine Umfragen oder warum benötigt die Plattform so viele Informationen? Wieso werde ich von der Teilnahme einer Umfrage ausgeschlossen? Ja, an alle Hater da draußen, warum ihr aus einer Umfrage ausgeschlossen werdet. Hier steht es im FAQ, zum Beispiel, dass ihr die Fragen zu schnell beantwortet habt, ohne die Fragestellung genau zu lesen, dass die Antworten inkonsistent waren oder nicht Teil der Zielgruppe warst oder dass du schon mit der IP-Adresse über eine andere Umfrageplattform die Umfrage vielleicht schon beantwortet hast. Gibt viele Gründe, warum du aus einer Umfrage ausgeschlossen werden kannst und wie gesagt, hier gibt es einiges an Fragen, die man sich durchlesen kann. Ihr könnt ja auch das Video stoppen, wenn euch irgendwas genauer interessiert oder selber auf die Webseite gehen. Ich finde es eine sehr, sehr coole Umfrageplattform, mit der du auch wirklich gutes Geld mit verdienen kannst. Klar, auch hier mit einer Plattform alleine wirst du keine Hunderte, keine Tausend Euro mit verdienen, aber du kannst auf jeden Fall, ist das eine Plattform, die ich in meine Top 10 oder so packen würde an Online-Umfrageplattformen. Das ist eine sehr, sehr gute Plattform, die man auf jeden Fall nutzen kann, mit der man ein paar Euro mit verdienen kann pro Monat. Ja, und wenn du ein paar hundert Euro pro Monat verdienen möchtest mit Umfragen, dann solltest du natürlich auf einigen Plattformen aktiv sein und das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Plattform, die man auf jeden Fall nutzen kann. Wenn dir das Ganze gefallen hat, denn wir sind ja schon am Ende angekommen, lass sehr, sehr gerne ein Abo und ein Like da. Das würde mich, wie gesagt, extrem freuen. Motiviert mich extrem. Ist in 2 Sekunden erledigt für dich. Und lass uns natürlich sehr gerne einen Kommentar da, wenn du möchtest. Wenn du Videos suchst rund um das Thema Online-Geld verdienen, schau gerne mal auf meinem Kanal vorbei. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns am Samstag wieder. Ich wünsche euch einen wunderschönen restlichen Tag. Bleibt gesund. Ich wünsche euch viel Spaß und viel Glück beim Online-Geld verdienen. Bis dann. Lasst krachen und tschüss.